Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Jücke Systemtechnik. Wir bei Jücke sind über 100 erfahrene Spezialisten für Medizintechnik, Analysen, Bio- und Labortechnik sowie für optische Technologien. Seit über 30 Jahren inhabergeführt und mittelständisch. Jücke, Ideas in Technology. Werde Teil eines starken Teams in zukunftssicheren Berufen. Technische Einkäufer, Elektroniker, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und Azubis jetzt bewerben. Jücke Systemtechnik in Altenberge. Und von Autohaus Lackmann in Sendenhorst, Vertriebspartner von Mazda. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf persönliche Beratung und individuell zugeschnittene Lösungen. Unsere Philosophie ist es, Ihnen nicht nur ein Auto, sondern ein komplettes Mobilitätserlebnis zu bieten. Autohaus Lackmann in Sendenhorst. Unsere Kunden sind unsere Leidenschaft. Das Spiel der Woche mit Ausgabe 185 und damit herzlich willkommen in der WK Arena in Sendenhorst. Dort gab es am 19. Spieltag das Spitzenspiel in der Kreisliga A2 Münster zu sehen. Der derzeit in der Liga wirklich alles überragende Tabellenführer SG Sendenhorst hatte auf dem heimischen Kunstrasenplatz den Tabellenzweiten TuS Altenberge zu Gast. Und hier haben wir die Gäste, die mit satten 11.0 Rückstand nach Sendenhorst angereist waren. Neben dem SV Bösensel war der TuS allerdings eins der beiden Teams, die der Kraus-Elf bisher Punkte abgenommen hatten. Eine Niederlage in Bösensel und ein spektakuläres 3:3 Unentschieden in Altenberge. Ansonsten hatte Sendenhorst bisher alle Ligaspiele gewinnen können. Und da haben wir den Schiedsrichter der heutigen Begegnung, Matthias Welzel. Er sorgte heute mit mindestens einer seiner Entscheidungen für mächtig Diskussionsstoff auf und neben dem Platz. Das ist ein Heimspiel, Spiel deines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wie Rock'n'Roll. Hier sehen wir noch die Platzwahl mit Altenberges Kapitän Timo Gausling links und Sendenhorst-Spielführer Tim Wittenbrink rechts. Es war angerichtet und die Partie begann dann auch direkt mal mit einem Ausrufezeichen. Sendenhorst über Patrick Schröter, der bedient Brilowski und zack, drin das Ding. Nach gerade einmal 36 gespielten Sekunden steht es hier 1:0 für die Hausherren. Marcel Brilowski markierte mit dem ersten Torschuss der Partie gleich mal den Führungstreffer für den Spitzenreiter. Saisontor Nummer 10 für ihn. Und hier der Treffer noch einmal in der Wiederholung. Schröter, gedankenschnell mit der Vorlage. Brilowski lässt Klapprund stehen und hat in der Schnittstelle zwischen zwei Verteidigern etwas viel Platz und bleibt vor dem Tor schließlich eiskalt. Gästekeeper Till Scheipers ohne Abwehrschuss. Blitzstart der Sportgemeinschaft aus Sendenhorst hier im Topspiel der Kreisliga A2 Münster. Mit der Führung lag die Kraus-Elf damit jetzt zwischenzeitlich sage und schreibe hier 10 Punkte vor dem TuS in der Tabelle. Na, den Auftakt hatte sich Gästetrainer Dennis Brunsmann hier sicherlich etwas anders vorgestellt. Seine Elf brauchte ein paar Minuten, um sich zu schütteln und den äußerst frühen Rückstand zu verarbeiten. In Minute 10 dann aber mal die erste Offensivaktion der Gäste. Robin Rees versucht es mal mit einem Schuss aus knapp 18 Meter Torentfernung. SG Schnapper Lackmann ließ prallen. Felix Riese auch setzte nach. Stand allerdings zuvor in einer Abseitsposition, weswegen Referee Matthias Welzel die Aktion abpfiff. Wir notieren trotzdem den ersten Torschuss der Gäste aus Altenbergen. Hier nochmal, klare Absatzstellung von Riesau, hier zu sehen. Und dann leichte Unsicherheit von Robin Lackmann im Sendenhorster Kasten, aber nichts passiert. Der TuS in der Folge deutlich besser im Spiel. Gausling auf Hölker. Der schickt Klapprutsch steil. Lackmann, alt aus dem Kasten, Klapprutsch schneller und erfolgreich. Tor für Altenberge. Niklas Klapproth buxiert am Ende per Kopf das Spielgeld über die Linie. Saisontreffer Nummer 8 für Klapproth. Neuer Spielstand also 1:1 nach 18 Minuten. Hier der Auslasstreffer noch einmal in der Wiederholung. Pascal Hölker mit dem Flugball in die Spitze. SG-Keeper Robby Lackmann verschätzt sich leicht. Klapproth mit der Fußspitze eher am Ball über Lupf Lackmann und vollendet mit Köpfchen. Der Rettungsversuch von Heinz Linnemann kommt zu spät. Oh,
Von Setnos-Trainer Florian Kraus hatte trotz des formidablen Starts in der Folge Probleme gegen stark aufspielende Gäste. Der Ausgleich daher nicht unverdient. Und Altenberge wollte mehr. In Minute 23 folgte der nächste Flugball von Hölker in die Spitze. Dieses Mal bediente er Kai Hintelmann. Der wurde allerdings von Referee Welzel zurückgepfiffen. Abseits. Aber Setnos war anfällig bei Flugbällen. Hier kommt das nächste Beispiel in Minute 25. Wieder ein langer Ball. Wieder sah die Hintermannschaft von Sendenhoff nicht allzu gut aus. Robin Drees wollte hier für der Kosten auflegen, traf aber den Ball nicht richtig. Lackmann zur Stelle. Etwas Glück für die Sportgemeinschaft. Auch in der Folge machte der Tabellenzweite aus Altenberge offensiv weiter Druck. Die Elf von Florian Kraus hatte in der ersten halben Stunde beachtlich viel Defensivarbeit zu verrichten. In Minute 28, da man eine strittige Szene im Strafraum der Hausherren. Da Costa am Ball, dann landet der Ball bei Hintelmann. Sein Schussversuch wird abgeblockt. Hintelmann setzt nach und kommt hier gleich zu Fall. Welzel ließ weiterspielen. Der Konterversuch der Gastgeber wurde dann von Julius Hölkje unterbunden. Dafür sah Altenberges Sechser schließlich die gelbe Karte von Referee Matthias Welzel. Richtig so. Aber hier nochmal die Strafraumszene. Marcel Brilowski gegen Kai Hintelmann. Für mich zu wenig für einen Strafstoß. Hintelmann selbst reklamierte auch gar nicht. In Minute 30 dann endlich auch mal wieder die Gastgeber mit einer Offensivaktion. Nach einem Einwurf von der rechten Seite bekommt Fabian Vogt die Gelegenheit zum Abschluss. Volles Risiko, fast belohnt, aber eben nur fast. Eine Minute später auf der anderen Seite, ähnliches Bild, Einwurf von rechts. Hier nimmt Felix Riesau die Kugelvolley knapp links am Kasten der Sportgemeinschaft vorbei. In Minute 32, dann der Aufreger des Tages. Wir sehen einen Zweikampf zwischen Altenberges Torwart und Sendenhorst Amar Abudallah. Im Hintergrund geht Nikolas Rosendahl zu Boden und im Fokus von Referee Matthias Welzel war jetzt einmal mehr Tuschspieler Julius Hölkje. Welzel wertete die Aktion von Hölkje gegen Rosendahl als Foul und zeigte Altenberges Spieler schließlich dafür die gelbe Karte. Da Hölkje vier Minuten zuvor bereits schon gelb gesehen hatte, ging er hier in Minute 32 also mit der Ampelkarte vom Platz. Gelb-Rot also für Julius Hölkje, der es einfach nicht fassen konnte. Eine in meinen Augen wirklich sehr harte Entscheidung von Welzel. Hier kommt die Wiederholung. Also für mich war die Aktion von Hölkje gegen Rosendahl jetzt nicht zwingend gelbwürdig. Und den Spieler dann für zwei eher leichtere Vergehen direkt vom Platz zu stellen, für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ähnlich sahen es offensichtlich auch die beiden Trainer, die sich nach der Aktion direkt austauschen. Das ist lächerlich. Ich stehe. Das ist nicht mal ein Foulspiel. Der hat nicht mal den Ball, der läuft in mich rein. Dann kann man so eine Scheiße pfeifen. Die Gäste aus Altenberge blieben aber auch in Unterzahl weiterhin durchaus torgefährlich. In Minute 36 wieder ein langer Ball in die Spitze. Da Costa, der dringt in den Strafraum ein. Abschluss! Lackmann im Nachfassen etwas geblendet durch die tiefstehende Sonne. Die letzte Aktion in Halbzeit 1 ging dann wieder auf das Konto der Gastgeber. Amar Abudallah auf Patrick Schröter. Der tankt sich wunderbar durch und scheitert schließlich an Gästekeeper Till Scheipers. Hier nochmal der vielversprechende Abschluss in der Wiederholung. Schröter setzt sich wunderbar durch und am Ende verhindert Scheipers per Fußabwehr den Einschlag in seinem Kasten. Hier in der Super Slow-Mo nochmal richtig schön zu erkennen, wie Scheipers im letzten Moment noch den rechten Fuß zur Abwehr hinter den Ball bekommt. Stark pariert. Pause in Sendenhorst. Das waren wirklich interessante erste 45 Minuten hier in der WK-Arena. Die Heimelf mit der Blitzführung durch Brilowski, aber die Gäste aus Altenberge wirkten nicht allzu lang geschockt und konnten durch Klapproth in Minute 18 ausgleichen. Der Platzverweis für Hölkje veränderte natürlich die Herangehensweise der Gäste, die mit hohen langen Bällen in die Spitze immer wieder für Gefahr sorgten. Für die zweite Hälfte hatte Liga-Primus Sendenhorst in Überzahl jetzt natürlich die allerbesten Aussichten auf den nächsten Heimsieg. Die Sonne strahlte auch in Durchgang 2 weiter im Himmel. Wir hatten sehr angenehme frühlingshafte Temperaturen hier in Sendenhorst. Die Heimelf in Minute 52 mit dem ersten Torabschuss nach dem Seitenwechsel. Erik Komorowski mit der Flanke, Direktabnahme, Brilowski vorbei. Ganz, ganz, ganz knappe Kiste. Hier nochmal. Mit der Innenseite nahm Brilowski die Kugel Volley. Haarscharf am Tor vorbei. Da hatten wahrlich nur Zentimeter zur erneuten Führung gefehlt.
Der Spitzenreiter setzte nach 55. Minute. Der zur Pause eingewechselte Finn Kaldwey bedient Brilowski und der scheitert hier an Gästekeeper Scheipers. Die Führung für die Heime, sie lag in der Luft. Hier die Wiederholung. Scheipers gegen Brilowski mit dem rechten Fuß zur Stelle. Eine Minute danach, mal Entlastung für die Gäste. Ein langer Befreiungsschlag landet bei Klapproth auf dem linken Flügel. Klapproth zieht an Rosendahl vorbei ins Zentrum. Schuss und Tor! Was war denn hier los? Niklas Klapproth trifft hier in Spielminute 56 plötzlich zum 1:2. Mit Saisontor Nummer 9 bringt Klapproth hier die in Unterzahl agierende Gäste aus Altenberge erstmals in Führung. Das hatte sich in der Phase des Spiels echt nicht angedeutet. Hier der Treffer nochmal in der Wiederholung. Keine Absatzposition von Da Costa im Hintergrund, der vielleicht mit der Fußspitze sogar noch am Ball war. Es geht heute Robin Lackmann ohne Abwehrchance. Sendenhorst spielte mittlerweile über eine halbe Stunde lang in die Überzahl, doch die Elf von Florian Kraus konnte bisher keinen Nutzen daraus ziehen. Ganz im Gegenteil, der Spitzenreiter geriet hier sogar mit einem Mann mehr in den Rückstand. 64. Minute, Eckball für die Hausherren, Amar Abu Dalal hoch ins Zentrum, Kopfball Brilowski drüber. Die nächste Chance vergeben durch die Heimelf. Erst 10 Minuten danach, der nächste Abschluss der im zweiten Durchgang bislang glücklos agierenden Hausherren. Brilowski mit dem nächsten Schussversuch, klar rüber. Da war jetzt auch schon gefühlt so ein Hauch Verzweiflung mit in den Abschlussaktionen. Es drohte tatsächlich der erste Punktverlust der Saison in der heimischen WK-Arena. Noch 12 Minuten zu spielen. Hoher Ball in den Gästestrafraum. Fabian Vogt setzt nach. Sein Schussversuch abgefälscht und eine sichere Beute für TuS-Torsteher Scheipers. Mehr kam in dieser Phase von verunsicherten Sendenhorstern. Leider nicht gegen gut verteidigende Gäste aus Altenberge. Das missfiel offensichtlich auch SG-Trainer Florian Kraus, dessen Frust sich schließlich an einer Trinkflasche entlud. Das war hier heute nicht die SG-Sendenhorst, die zuletzt 13 Spiele in Folge weder verloren noch unentschieden gespielt hat. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Und jetzt wurde es für Sendenhorst auch noch ärgerlich. Flank in den Strafraum, dann Hassan Abu Dalal mit dem Schussversuch geblockt von Jerome Hillengötter. Aber wohl nicht so ganz legal. Welzel ließ aber weiterspielen. Die Wiederholung zeigt, dass Hillengötter den Ball klar an die Hand bekommt. Fragt nicht nur, ob im Strafraum oder davor, aber es gab weder Handelfmeter noch einen vielversprechenden Freistoß aus zentraler Position für die Krauself. Sehr, sehr ärgerlich. Noch 7 Minuten, Florian Kraus trieb seine Truppe nochmal an. Wenigstens den Punkt hier mitnehmen und daheim ungeschlagen bleiben war das Minimalziel. Sendenhorst kam nochmal über Brilowski. Sven Kortwinkel läuft in Position und wird von Brilowski gut in Szene gesetzt. Kortwinkel! Rechts vorbei, weiter 1:2 aus Sicht der Heimelf. Hier nochmal. Im Zentrum hatte auch der Patrick Schröter völlig blank und einschussbereit gestanden, wurde von Kortwinkel offenbar übersehen. Noch eine Minute regulär zu spielen. Langer Ball von Gästekeeper Scheipers. Hintelmann bekommt die Kugel. Legt den Ball in die Spitze zu Klapproth, der hier fast seinen dritten Treffer erzielen konnte. Knapp rechts am Sendenhorster Kasten vorbei. Hier nochmal zu sehen in der Wiederholung. Dann die Nachspielzeit. Üppige 7 Minuten legte Matthias Welzel nochmal oben drauf. Also noch genug Zeit für die Heimelf, um hier in Überzahl wenigstens noch zum Ausgleich zu kommen. Und in der 4. Minute der Nachspielzeit dann diese Szene. Amar Abu Dalal, da haben wir wieder Kortwinkel, Brilowski, Komorowski und gehalten von Scheipers. Auch diese Chance blieb ungenutzt bei den Hausherren. Till Scheipers im Altenberger Kasten parierte glänzend. Hier die Parade noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Dann die letzte Aktion der Partie. Eckball für Sendenhorst. Vollversammlung im Gästestrafraum. Auch SG-Keeper Lackmann vorne mit drin. Kortwinkel schlägt den Ball hoch vors Tor. Kopfball Lackmann vorbei. Aus und vorbei.
dann war hier Schluss. Referee Matthias Welzel beendete die Partie und somit entführte der TuS Altenberge doch tatsächlich und für viele auch etwas überraschend alle drei Punkte aus der WK Arena. Endstand 1:2. Glückwunsch an unsere Gäste. Ich wünsche allen, die heute zum Platz gekommen sind, eine gute Heimreise und noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sendenhorst kassierte damit die erste Heimniederlage der Saison und das ausgerechnet gegen einen Gast, der hier fast eine Stunde lang in Unterzahl agieren musste. Glückwunsch an die Truppe von Dennis Brunsmann, die hier ein starkes Auswärtsspiel gezeigt hatte, aber auch von der heutigen Abschlussschwäche der Krauself und von Till Scheipers überragender Leistung im TuS-Tor profitiert hat. Enttäuschte Gesichter natürlich bei den Hausherren, die nach der Niederlage aber mit 8 Punkten immer noch ein ordentliches Polster auf den Zweitplatzierten aus Altenberge vorweisen konnten. Der TuS hingegen feierte den Moment und den hart erkämpften Auswärtssieg. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir mit dem Spiel der Woche voraussichtlich einen Abstrich in die Bezirksliga 11. Also, bis denn, macht's gut, ihr, euer Tino Wermeling. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Jücke Systemtechnik. Wir bei Jücke sind über 100 erfahrene Spezialisten für Medizintechnik, Analysen, Bio- und Labortechnik, sowie für optische Technologien. Seit über 30 Jahren inhabergeführt und mittelständisch. Jücke, Ideas in Technology. Werde Teil eines starken Teams in zukunftssicheren Berufen. Technische Einkäufer, Elektroniker, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und Azubis jetzt bewerben. Jücke Systemtechnik in Altenberge. Und von Autohaus Lackmann in Sendenhorst, Vertriebspartner von Mazda. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf persönliche Beratung und individuell zugeschnittene Lösungen. Unsere Philosophie ist es, Ihnen nicht nur ein Auto, sondern ein komplettes Mobilitätserlebnis zu bieten. Autohaus Lackmann in Sendenhorst. Unsere Kunden sind unsere Leidenschaft.